Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich einen Schmuck-Adventskalender und das ist der von Paul Valentine. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 149 Tacken hat er gekostet, 616 Euro Warenwert sollen drin sein und ich bin extrem gespannt, welche Schmuckfarbe ich mir eigentlich ausgesucht habe, denn ich weiß es nicht mehr. Gold, Silber und Roségold standen zur Wahl. Ich weiß es echt nicht. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, ich habe mich für Gold entschieden. Wir schauen erstmal nach außen. Wir haben hier ein Schleifchen, was hübsch ist. Ne? 149 Euro für einen Schmuck-Adventskalender ist natürlich so eine Hausnummer. Der muss ordentlich was zu bieten haben, denn bislang finde ich persönlich, auch wenn es eine Kooperation ist und so, ja, ich weiß, Leute, ne, da ist man ja manchmal etwas befangen, aber den von Me Lovely finde ich bislang am besten. Mal gucken, ob der das schlagen kann, weil der ja fast doppelt so viel kostet. Es ist schon mal ganz hübsch hier, ne? Mit Aufklapperitis und so. Eieiei. Und hier haben wir auch so ein Kärtchen drin. Ach so, wir haben hier auch noch Rosenthal, Naked und Invisibobble und Rituals mit drin. Okay, dann hoffe ich, oh je, dass das Ganze dann doch irgendwie trotzdem werttechnisch klar geht. Mal gucken. Und keine Scrunchies, bitte keine Scrunchies. Nummer 1, reinschauen. Und hier fängt das Ganze an mit einem Produkt von Paul Valentine. Wir haben keine Säckchen, sondern so kleine Schächtelchen, wo die Produkte dann drin sind. Und das ist ein Silber-Adventskalender. Ja, guck, Claudinchen, wie gut du dich erinnern kannst. Hier haben wir eine Kette drin. Das finde ich ja schon mal sehr interessant. Eine schöne Kette eigentlich, ne? Hier unten haben wir so ein Glitzersteinchen. Das wird dann wahrscheinlich, ich denke, Zirkonia oder sowas sein. Weiß ich jetzt so nicht. Hier ist ein Haar. Moin. Achso, das war noch angewachsen. Etwas gröbere Kette. Aber ist hübsch. Die Nummer 2, dass der Adventskalender Zwischenebenen hat, finde ich übrigens auch ganz gut. Dann knallt das nicht alles runter. Ach guck, hier haben wir ein Rituals-Produkt drin. Ritual of Ayurveda, Nourishing Rich Body Oil, 30 ml. Das hat jetzt nicht so einen ultimativ krassen Wert, aber es ist ganz schön, wenn man da einfach mal zum Schmuck so ein bisschen Abwechslung dabei hat. Ne? Ist eigentlich ganz nice. Das kann man schön jetzt in der kalten Jahreszeit verwenden, um sich so die trockenen Hautstellen einzucremen oder einzuölen. Und das ist auch ein Öl, was eigentlich relativ schnell einzieht. Das hatte ich auch schon mal in klein da. Mag ich eigentlich ganz gerne leiden. Die Nummer 3. Ah, okay, hier haben wir Ohrringe passend zu der Kette. Die sind ganz schön. Das sind Ohrstecker und irgendwie, das ist jetzt nicht so ganz durchsichtig. Das hat auch irgendwie so ein bisschen was Bernsteinmäßiges mit dabei. Das sieht ganz, ganz hübsch aus, ne? Die Nummer 4 haben wir hier. Okay, ja, hier haben wir ein Earcuff drin. Yay. Halten bei mir leider nicht so besonders, auch wenn das echt hübsch aussieht. Das muss ich ja zugeben, ne? Mag ich eigentlich ganz gerne an mir leiden. Aber ich bin dazu einfach zu wuselig, deswegen dieser Earcuff wird nicht bei mir bleiben. Der Tag vor Nikolaus, die Nummer 5, ist wieder was von Rituals und hier haben wir drin The Ritual of Holy mit White Lily and Peach Blossom 20 ml von Spring Love Happifying, witzig, Body Mist, ja, solche Körpersprays, die kann man verwenden, wenn man sie mag. Ich verwende lieber Parfums, weil die einfach länger halten, aber für so mal so ein bisschen zwischendurch oder vorm Schlafen gehen oder so, wenn man da irgendwie einen geilen, schönen Duft noch haben möchte, der aber nicht zu penetrant ist, kommt sowas eigentlich ganz gut. Die 6 darf gerne was Spezielles sein, weil es ist Nikolaus und Nikolaus erwartet man natürlich auch so ein bisschen mehr. Und hier haben wir was von Rosenthal drin. Das ist in so einem schönen Goldsäckchen. Wir können uns alle gut vorstellen, was hier drin ist. Und ja, es ist so ein kleiner Rosenquarz Gua Sha Stein, mit dem man diese wundervolle Gua Sha Massage, Lymphdrüsen, Drainagen, Gedönsen machen kann, um dann die Gesichtspartien besser zu durchbluten, straffen, entgiften. Bin ich kein Fan von. Ich habe meinen PMB Rose Quartz Roller, mit dem komme ich super zurecht. Aber hey, so ein Produkt in Nummer 6 drin zu haben, ist schon schön, weil es was Besonderes ist. Die Nummer 7 ist in einem wunderschönen goldenen Design. Das mag ich immer gerne leiden, weil Rot und Gold ist für mich so richtig Weihnachten. Und hier haben wir auch was von Paul Valentine wieder drin. Was bist du denn? Ist das eine Verlängerung? Oder ein Fußkettchen? Oder? Weiß ich nicht. Also für ein Armkettchen wäre mir das jetzt vielleicht ein bisschen zu... Oder ist das ein Armkettchen? Ja gut, du kannst es ja auch individuell einstellen, ne? Kannst auch als Armkettchen nehmen, ja. Ich habe jetzt relativ einen großen Armumfang, um das mal so zu sagen. Ja, aber ich mag nicht so gerne Armkettchen. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Ohrringe!
Schöne Ohrringe, so kleine Kreolen. Ach Mensch, das mag ich ja gerne leiden. Ist dann halt auch mit so einem Stecker mit dabei, ne? Das sieht ganz toll aus. Die sehen wertig und groß, also nicht groß, aber so dick aus, ne? Das mag ich ganz gerne. Ist hübsch. Da die Nummer 9 sehr groß ist, werden wir uns hoffentlich besonders darüber freuen dürfen. Mal schauen. Oh, Rituals ist wieder am Start. Schöne Geschichte. Eine Instant Care Hand Lotion, 50ml, Ritual of Karma. Tolle, tolle Duftgeschichte. Eine Handcreme. Gepflegte Hände passen auf jeden Fall zu einem gepflegten Äußeren. Ja, kann man in Kombi verwenden, doch. Die Nummer 10. Hier haben wir eine Maske drin. Interessant. Rosenthal A3 Silk Patch Globe and Repair Eye Patches Supreme Serum. Ja, so Augenpatches sind nie verkehrt, ne? Kann man immer gut gebrauchen. Ich persönlich verwende einfach lieber die, die halt in so Pöttchen drin sind, wo 60 Stück, also 30 Anwendungen drin enthalten sind. Ist ein bisschen nachhaltiger, ne? Aber wenn sie da sind, ist schön und können gerne verwendet werden. Die Nummer 11. Und auch hier haben wir wieder Ohrringe drin. Das finde ich auch schön. Die passen jetzt sehr, sehr schön zu dieser Ear-Cuff-Geschichte, jedenfalls theoretisch, wenn ich ihn behalten würde. Und das sind so ganz, ganz kleine Mini-Clip. Kreolen, die halt hier nochmal dieses geriffelte Design haben, was an und für sich echt schön ist, ne? Also ein bisschen gröber, nicht ganz so filigran, aber jetzt halt nicht zu grob, ne? Also es ist irgendwie hübsch. Halbzeit, die Nummer 12. Hier ist bestimmt was von Naked oder so drin, weil so groß. Geil! Nee, das finde ich cool. Das ist von Invisibobble und das ist ein Haarreif. Und das ist in so einem goldenen... Oh, den mag ich gerne. Da hoffe ich, dass ich den auch gut tragen kann. Ja, jetzt habe ich ja eine Mütze auf, ne? Dass er mir halt nicht zu eng an den Ohren ist. Da bin ich immer ein bisschen... Aber das sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Guck mal, wenn ich das jetzt so habe. Das hat sogar was, ne? Auf jeden Fall finde ich das... ich mag Haarreifen. Die Nummer 13 ist ganz schön schwer. Da ist bestimmt wieder was von Rituals drin. Jausen, Kapausen. Und zwar Purify Eye Makeup Remover Rose Water and Holy Lotus 30ml The Ritual of Namaste. Ja, da kannst du dein Augen-Make-up mit runternehmen. Das ist auch eine schöne Größe, also eine schöne Reisegröße, wenn man so über die Weihnachtstage irgendwie verreist. Das ist cool. Die Nummer 14. Okay, ja, das ist mal ein Statement-Armband, ne? Da hast du das Logo von Paul Valentine drauf. Herzlichen Glückwunsch. Da zeigt man direkt, dass man Fan ist. Ja, ne? Ich mag nicht so gerne gebrandete Ketten oder gebrandete, also so stark gebrandete Sachen, dass man halt direkt das Markengedöns drauf sieht. Aber, ne? Und ich mag halt keine Armbändchen, weil ich sie nicht trage. Aber alles cool, ne? Von daher, wer es mag, viel Spaß. Das ist auf der einen Seite ein bisschen gröber und auf der anderen Seite so doppellagig. Ist vom Design her eigentlich echt schön. Die Nummer 15. Hier haben wir auch wieder was von Rosenthal drin und das kann man in Kombi mit diesem Schiebevieh, mit dem Gua Sha Stein verwenden. Squalan Face Yoga Drops 10ml sind hier drin enthalten. Squalan ist ja auch gut für die Feuchtigkeit der Haut und da kannst du dein Face Yoga mitmachen. So heißt das Kram nämlich. Ist in so einer schönen Pipette mit drin und ja, schön. Kann er in Kombi verwenden. Kann man sehr schön in Kombination miteinander verwenden und das finde ich gut. Klein, aber hoffentlich fein ist die Nummer 16. Schmucki Kapucki ist enthalten. Das finde ich supi. Oh, das sind mal geile Ohrringe, Leute. Das sage ich euch. Die sehen sehr extravagant aus. Die passen super zu der Kette und zu den anderen Ohrringen, die wir schon in den ersten Kläppchen drin hatten. Auch das sind so, ja, so eine Art Kreolen, aber halt als Clip oben, ne? Und nicht als Stecker. Und die hängen dann so ein bisschen runter. Das kann sehr cool aussehen, ne? Finde ich, also wenn man da auch ein bisschen gröbere, hier dieses gröbere Armbandvieh auch dazu anzieht, finde ich das auch sehr passend, weil das natürlich von der Form her passt. Ne, das ist cool. Die Nummer 17. BTY by Naked Liquid Eyeliner, 1ml. Ach, das ist ja interessant. Ich wusste gar nicht, dass Naked auch dekorative Kosmetik herstellt. Ne, das finde ich schon wieder sehr, sehr positiv. Ich finde das interessant. Wie kriege ich das auf? Und ich mag ja auch Liquid Eyeliner, ne? Das ist so ein sehr sleekes Design. Okay. Ein bisschen flusig ist meiner vorne dran. Wahrscheinlich muss der einfach noch ein bisschen durchfeuchtet werden. Und den werde ich mal ausprobieren. Oh, ja, malt sehr gut. Kann man sich jetzt so per se erstmal nicht beschweren. Der wird ausprobiert.
Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember geht die Party so richtig los. Alle kommen ein bisschen in Turbulenzen. Hier ist was von Paul Valentine drin, weil man Weihnachtsvorbereitungen trifft. Ja, ein Irrkauf, ne? Der passt jetzt auch zu den Kreolen, die wir ja schon hatten, weil der auch so ein bisschen dicker ist. Also du hast ja theoretisch auch wirklich Kreolen und Irrkauf in Kombination passend zusammen. Das finde ich schön. Vielleicht probiere ich es dann doch nochmal aus. Das mit den Zwischenebenen finde ich übrigens auch richtig geil bei dem Adventskalender, weil da nichts runterfällt. Die Nummer 19 ist sehr leicht und sehr groß. Ich dachte erst, sie wäre leer. Ich gucke so rein, so hä? Aber unten versteckt sich tatsächlich was von Paul Valentine. Also sehr interessant gepackt, dieser Adventskalender. Kann das, dass wir echt bislang nur eine einzige Kette hatten? Das finde ich ein bisschen schade, muss ich gestehen. Und hier haben wir einen einzelnen Ohrring? Echt? Ja, das ist ein einzelner Ohrring. Ja, ist aber auch so ein Statement-Ohrring. Ich weiß nicht, wo macht man... Ja, ist okay, ne? Hat hinten so einen Stecker. Wie macht man... Ist das ein Piercing? Den kann ich mir doch nicht... Oder mache ich den hier oben irgendwo rein? Aber da habe ich kein Loch. Da? Dann piekst der mich doch... Ah, Moment. Den muss man sich hier oben so reinstecken. Nee, da ist mein Loch leider zu tief. Das funktioniert bei mir leider nicht. Schade, Schokolade. Die Nummer 20 ist so groß, dass ich hoffe, dass wir hier irgendein geiles, großes Rituals-Produkt drin haben. Ja, geil, ja, groß, nein. The Ritual of Sakura Sensational Foaming Shower Gel mit Rice Milk and Cherry Blossom, 50 ml. Mag ich sehr, sehr gerne. Also das ist mein Lieblingsduft von Rituals, ne? Mag ich einfach, ja. Die 21. Happy hier unsere nächste Kette drin. Das wäre ja mal ein Träumchen, Leute. Ja, und das ist auch eine Kette, die passt zu dem einen Paul Valentine Branded Armband, was wir hatten. Die kannst du auch gut zum Layering und so verwenden. Das ist eine recht kurze Kette und sehr klassisch, ne? Also schaut so aus. Ich denke, egal welche Schmuckfarbe man hat auch die gleichen Schmuckteile, nur halt in anderen Farben. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an meine Mama, die hatte damals so eine Kette in Gold. Und die hat die immer getragen und ist sehr klassisch und sehr zu vielem kombinierbar. Die Nummer 22. Invisibobbles! Selbst natürlich, die dürfen ja auch nicht fehlen. Nee, das ist klar, ne? Das ist so ein Dreier-Set. I'm Starstruck steht hier drauf. Und das sind halt so, rosa, pinkfarbene. Die werde ich auf jeden Fall verwenden, aufbrauchen und so weiter, weil ich einfach gerne sowas verwende. Scheint auch irgendwie eine Sonderedition zu sein. Ich weiß nicht, die haben halt hier so Glitzerkram drin. Das ist hübsch, ne? Sind Invisibobbles, nicht jeder mag sowas. Ich mag es ganz gerne. Hab den ganzen Adventskalender von denen ausgepackt. Läuft. Die Nummer 23, der Tag vor Heiligabend, lässt unsere Hoffnung nochmal kurz laut werden, weil es ist schon groß, ne? Und hier ist unser letztes wahrscheinlich Rituals-Produkt drin. Da wusste ich nicht, dass Rituals sowas hat. Elixir Collection, Refreshing Dry Shampoo, Bosveya und Shikakai. 50 ml. Ja, ich verwende kein Trockenshampoo, ist nichts für mich, ne? Aber wer mag, kann sich da hart gönnen. Jo. In der 24 haben wir sicher irgendwas Cooles von Paul Valentine drin. Und ich weiß nicht, irgendwas richtig Cooles sollte hier bitte auch drin sein, denn so viel ultra Geiles ist bislang nicht von denen drin gewesen, ne? Muss ich ehrlich gestehen. Es ist eine Kette, das ist schon mal positiv. Und es ist, oder? Es ist keine Kette. Es scheint eine Verlängerung oder sowas zu sein. Kann das? Was ist das? Oder ist es dann doch ein Armband? Ich glaube, das ist ein Armband. Yay! Okay. Ja, es ist ein Armband. Mhm, von der Länge her passt es auf jeden Fall. Passt auf jeden Fall zu der 1. Und dann haben wir auf der einen Seite halt so solche groben Viecher. Und auf der anderen Seite halt solche groben Viecher. Und ja, ein Armband. Mit so einem Steinchen. Das ist, ja, passt zusammen. Okay, bei dem Paul Valentine Adventskalender haben wir halt immer auch irgendwelche anderen Marken mit drin, damit das Ganze halt ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet wird. Ich persönlich hätte mir halt bei einem Schmuck-Adventskalender für 150 Euro ein bisschen mehr Schmuck gewünscht, tatsächlich. Also ja, ne, die Auswahl ist sehr gering. Gerade, dass wir hier auch zwei Earcuffs drin haben, macht das Ganze dann ja auch noch ein bisschen mauer. Und dann auch noch dieses komische Vieh, wo keine Ahnung, was das ist. Zwei Armbänder... Schöne Ohrringe, definitiv. Zwei Ketten.
Und dann halt die anderen Produkte, wobei da auch coole Sachen bei waren. Zum Beispiel hier der Haarreif, den finde ich ultimativ. Die Rosenthal-Geschichten sind natürlich auch immer sehr hochpreisig. Dementsprechend, ne, ist es für den Wert auch mal eine ganz nette Geschichte. Rituals-Produkte sind jetzt in dem Sinne das günstigste an dem Adventskalender, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja gut, nee, die Invisibubble-Sachen. Aber gut, weiß nicht. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Also, nee, nee. Ich würde, wenn ich jetzt mein Video sehen würde, würde ich mir den nicht kaufen wollen. Nö. Ihr seht, ne? 616 Euro wert. Ja, wenn die das sagen, muss das wohl stimmen, aber ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich würde mir die Sachen auf jeden Fall nicht für 149 Euro kaufen. Naja, also jedenfalls die Produkte, die ich behalte. Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und dem Paul Valentine Adventskalender. Ist wahrscheinlich gar nicht so schlimm, dass er nicht mehr verfügbar ist. Das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!